Sommer in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es genügen ein paar Funken, einige Windstöße und schon kommt die Feuerwalze ins Rollen. Was als Kreislauf der Natur als notwendige Form von Veränderung beginnt, wird schnell zum unkontrollierbaren Desaster. Jedes Jahr das gleiche Bild. Von Juli bis Oktober werden die USA von verheerenden Flächenbränden heimgesucht. Aus gutem Grund werden Feuerwehrleute in den USA als Helden verehrt. Ihr Einsatz verhindert oft genug noch mehr Zerstörung und Leid. Schauplatz Oregon. Die Prineville Hotshots, eine Gruppe junger, wagemutiger Spezialisten für Waldbrände, wollen ein riesiges Feuer in einem Naturschutzgebiet stoppen. Doch das Inferno bei Burnt Cabin geht weiter. Knapp 360 Kilometer westlich des brennenden Nationalparks haben die Redmond Smoke Jumpers mehr Erfolg. 6 Mann gelingt es, ein Feuer am Echo Mountain zu löschen. Hohe Temperaturen und starker Wind sorgen an der US-Westküste bis in den Süden Kaliforniens jedes Jahr für akute Brandgefahr. Im Umatilla National Forest glaubten die Prineville Hotshots schon, den Kampf endgültig gewonnen zu haben. Doch der Wind ließ kleine Brandnester wieder aufflackern. Letzte Nacht, so gegen 12, wurde wieder ein Feuer gemeldet. Brennende Flugasche macht die mühselig errichtete Barriere gegen den rasenden Feuerball zunichte. Wir müssen unser Zeug durch diesen Graben bringen. Wir orientieren uns am Rauch. Es herrscht Fallwind. Letzte Nacht konnte die Nachtschicht nichts dagegen tun. Wir überlegen jetzt, wie wir das Feuer in den Griff bekommen. Der Wind treibt das Feuer über die abgebrannte Schneise der Hotshots. Es breitet sich in nordwestlicher Richtung aus. Die Hotshots müssen so schnell wie möglich den Walla Walla-Fluss erreichen. Für diesen Einsatz brauchen wir Pumpen, Schläuche, Treibstoff. Man muss ganz schnell am richtigen Ort sein. Ohne diese Ausrüstung sind wir aufgeschmissen. Aus der Luft werden mehrere hundert Meter Schlauch- und dieselbetriebene Wasserpumpen angeliefert. Der Abwurf erfordert äußerste Präzision. Go ahead, Hotel X-Ray. You guys couldn't have picked the worst spot. Number one, you're in the smoke. Number two, you're right at the fire's edge. I had the controls to the stop trying to control it getting in there. I was told by Division Alpha put here. Division. I copy, sir. Wenn du eine andere Stelle willst, wir können von hier weg. Well, let me try. Let me come in here one more time. All right, copy. So viele Schläuche, die müssen wir alle tragen. Alle müssen mit anpacken. Vor ihnen liegen 11 Kilometer unwegsames Gelände. Wir schleppen die Schläuche und Pumpen und werden ja sehen, was wir ausrichten können. That spot taken care of. Pretty heavy.
Auch in Kalifornien, 2000 Kilometer südlich von Burnt Cabin, gibt es Feueralarm. Am Fuße des Vulcan Mountain in San Diego County wird ein nahezu unberührtes Ökosystem von einem Flächenbrand bedroht. Als Ursache wird Brandstiftung vermutet. Der Wind treibt mit 70 Stundenkilometern das Feuer vor sich her. In kürzester Zeit stehen 2 Quadratkilometer Wald in Flammen. Durch den Wind steigt die Hitze in extreme Höhen. Explosionsartig entlädt sich immer wieder diese gebündelte Energie. Für Feuerwehrleute eine zusätzliche immense Gefahrenquelle. Spezialeinheiten halten sich bereit. Doch bevor sie ihren gefährlichen Job antreten, muss Chris Cornett von der kalifornischen Forstbehörde klären, an welcher Stelle ein Einsatz überhaupt möglich ist. Zu viel Rauch hier. Ich arbeite mich auf der Forststraße voran. Damit du weißt, Karl, das Feuer ist hier überall. Das ist nicht gut. Wow, das sind 30 Meter hohe Flammen. Kannst du auf den Straßenrand achten? Ich will keinesfalls von der Straße abkommen. Mein Truck fährt durchs Feuer. Wir fahren vorbei. Man kann sehen, wie heiß das ist. Ich kann da ranfahren und rausspringen. Die Bedingungen ändern sich. Man kann nicht sagen, was passiert. Sieh dir die Flammen und den Waldboden an. Durch die Hitze entsteht Konvektion, eine Art Aufwind. Das ändert sich ununterbrochen und kann sich verheerend auswirken. Wenn es so weitergeht, wird diese Luftströmung immer stärker und nimmt das Feuer mit. Der Wind wird immer heftiger. Wie in einen Kamin hinein saugen die Flammen Sauerstoff aus kühleren Schichten an. In einer Aufwindsäule werden Rauch, Gase und brennende Glut in die Atmosphäre geschleudert. Es wird gleich explodieren. Irgendetwas stimmt nicht. Da muss man sehr aufpassen. Es kommt auf uns zu. Zeit zum Abhauen. Wir fahren weiter. Das Feuer am Vulcan Mountain wütet immer heftiger. Hierher Löscheinheiten abzukommandieren, wäre viel zu riskant. Hier ändert sich die Lage ständig.
Man kann nichts vorhersagen. Das geht von Schwelbränden bis hin zu diesen riesigen Flammen, die jahrhundertealte Bäume zerstören. Binnen weniger Stunden verdoppelt sich der Flächenbrand in Südkalifornien. 4 Quadratkilometer Wald gehen in Rauch auf. Im Moment können die Feuerwehrleute nichts tun. Es ist zu gefährlich. Wir können wenig tun, wenn die Glut ins Grüne fliegt. Chris Cornett sucht weiter nach einem Areal, von dem aus das Flammenmeer erfolgversprechend bekämpft werden kann. Die Konvektion ist so stark, dass die Funken in die Höhe geschleudert werden und wieder zur Erde zurückschweben. Oft fliegen sie kilometerweit und lösen ein neues Feuer aus. Da drüben kann man sehen, was sie anrichten. Offensichtlich haben wir ein Problem mit den Riesendingern, die brennend vom Himmel fallen. Das ist ein Wurzelloch. Es sieht wie ein Vulkan aus. So wie diese vertrockneten Bäume Feuer fangen, fallen sie um und brennen aus. Nur die Wurzeln bleiben übrig. Die können bis zu 2 Monate lang brennen. Für Feuerwehrleute ist das sehr gefährlich. Wenn man in so etwas hineintritt, kann man bis zur Hüfte im heißen Grund versinken und sich böse verbrennen. Genau das passiert dort drüben. Es hat soeben Feuer gefangen. Hier wird es immer schlimmer. Ich sehe nur, wie schnell der Rauch auf mich zukommt. Wenn es hell wird, kann man besser sehen. Wir könnten ein paar Löschwagen hierher holen. Doch noch ist es nicht so weit. Das Feuer wütet zu heftig. Es kommt auf uns zu. Raus hier! Das bedeutet Zwangspause für die Löschmannschaften bis Tagesanbruch. Die Sicherheit der Feuerwehrleute geht vor. Glutteile fliegen herum. Es ist zu gefährlich hier drin. Ich habe keine Lust, dass brennendes Holz auf meinen Truck fällt. Die Mill Creek Hotshots sind eine Eliteeinheit aus der kalifornischen Stadt San Bernardino. Mir ist es recht, wenn ihr euch aufs Ohr legt. Wir warten ungefähr eine Stunde, bis es hell wird, dann sehen wir weiter. Wir lassen uns ausruhen, bis die Sonne aufgeht. Deswegen ist das so gefährlich mit diesen Bäumen. Man sieht sie nicht immer kommen. Gespenstisch. It's pretty spooky.